keine Ahnung, es war so ein Flash, wirklich. Nein. Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich check es noch nicht ganz. Ich check es, also Gabriela ist eine Runde weiter und du bist halt wirklich unser Sonnenschein. Das sagt Stefan immer, also das ist Wahnsinn, was da aus dir raus sprudelt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wo du dort oben warst im Red Room und nicht genau gewusst hast, wie der Abend für dich endet, ist die Sonne auch ein bisschen hinter dem Berg verschwunden, oder nicht? Nicht wirklich, weil das Wichtigste ist ja wirklich die Live-Performance. Als Künstler gibt es nichts Schöneres als live zu performen. Und das war so schön, all die Leute, und es sind so viele Leute von mir von Bern gekommen, die mich so unterstützt und sagen, hey, ich habe es nicht gewusst, sie haben noch T-Shirts gemacht. Und sie waren so super, das war so schön. Die 2,5 Minuten waren die schönsten von meinem ganzen Leben, ehrlich. Und um das geht es. Und egal, ob ich weiterkomme oder nicht, ich wäre sowieso hier geblieben. Und jetzt geht es an die Aftershow-Party. Und jetzt ist es natürlich doppelt schön, wenn ich nächste Woche noch mal kann. Aber es ist einfach so viele Emotionen und das ist einfach wunderschön. Also wenn es redet, dann redet es.